Ich sehe, wir haben einige Leute, einige Teilnehmer schon da. Ich möchte noch kurz warten. Vielleicht melden sich noch ein paar mehr. Sie dürfen mir eine kurze Nachricht hinterlassen und mir sagen, ob man uns gut versteht. Scheuen Sie sich nicht, schreiben Sie mir eine Nachricht. Okay, ich gehe davon aus, dass man uns gut hört. Also, herzlich willkommen zum Egg Donation Friends Webinar. Ich bin Nina. Unser Webinar wird von den Partnern National Fertility Society, Donor Conception Network und Fertility Clinics Abroad unterstützt. Heute Abend haben wir einen besonderen Gast. Es ist Dr. Thomas aus der Unika-Klinik in der Tschechei. Dr. Thomas spezialisiert sich auf reproduktive Medizin und hat mehr als 20 Jahre Erfahrung. Er spricht heute Abend über die erfolglose IVF und was als nächstes kommt. Herr Dr. Thomas, sind Sie bereit? Ja, bin ich. Hallo. Guten Gut. Abend. Ja, soll ich mal? Wunderbar. Sehr Bitte geehrte starten Damen und Sie. Herren, okay, sehr geehrte Damen und Herren, danke, dass Sie sich die Zeit gemacht haben, um das heutige Thema mit uns zu diskutieren. So, wir sind da zu helfen. Wir können medizinisch einiges schaffen und wir tun immer unser Bestes, um gleich oder möglichst bald erfolgreich zu werden. Wir müssen aber zugeben, das wird nicht immer so. Wir können nicht immer auf den ersten Versuch das Ziel erreichen. Und wir werden deswegen kurz die Fälle diskutieren, wo der Prozess, den Kinderwunsch zu erfüllen, noch mehr komplex und anstrengend bekommt als normal. Als wiederholtes Einnistungsversagen oder Repeated Implantation Failure wird zuerst so eine Situation bezeichnet, wo man nach 3 Zyklen mit, sagen wir, 2, 3 Transfers je oder 2 Zyklen mit 3 Transfers je, also ein frisches Transfer und dann noch 2 weitere kryokonservierte Embryonen, ohne positives HCG-Test registriert ist. Aber eine Analyse sollte man, und es wird auch meistens nach jedem Zyklus vorgeführt, mit dem Ziel für den nächsten Versuch die Chancen noch zu erhöhen. Man muss jeden Paar und jeden Zyklus individuell bewerten. Es gibt dann verschiedene Kategorien, die sich unterschieden. Ist es eine Situation, wo wir keine Keimzellen von hoher Qualität gewinnen können? Oder eine Situation, wo sich die Embryonen in dem Labor, in vitro sozusagen, während der fünftägigen Kultivierung versprechend entwickelt haben und trotzdem nach dem Transfer nicht einnisten? Oder ist das sogar der Fall, wo die Einnistung erfolgreich ist, aber die Schwangerschaft dann nach einigen Wochen mit einer Frühfehlgeburt endet. Ja, viele Faktoren können da eine Rolle spielen und obwohl die Arbeit mit dem Paar und die Behandlung individuell sein müssen, viele von den Untersuchungen und weiteren Schritte können für diese unterschiedlichen Patientengruppen ähnlich sein. Also lass uns mal gucken, welche Faktoren den Erfolg des IVF-Zyklus beeinflussen können. Nummer 1 auf der Liste immer Embryoqualität. Es wird in der Literatur geschrieben, dass etwa 70 bis 80% der Verantwortung das Embryo selbst trägt. Und das ist selbstverständlich im Zusammenhang mit der Qualität der Gameten, der Keimzellen, den Spermien und der Oozyte. Darüber werden wir dann im mehr Detail noch ein bisschen sprechen. Genetische Faktoren können da eine Rolle spielen, eventuell dann hämatologische Faktoren, die Blutgerinnung bei der Frau selbstverständlich, Immunologie,
eventueller Gebärmutterfehler. Und das Hauptthema immer in diesem Feld, das Alter. Also, ich habe gesagt, 70, 80% der Verantwortung trägt das Embryo. Wie wird also das Embryo getestet oder ausgewählt? Ich muss zugeben, die Bewertung und die Auswahl der Embryonen für den Transfer hängt immer noch hauptsächlich von der Morphologie ab, also von der Bau. Das Embryo wird zwar beobachtet, normalerweise, das ist ein bisschen altmodisch, aber einmal pro Tag, möglichst bis zu dem fünften Tag der Embryonenentwicklung und das versprechendste Embryo, wo die Dynamik und die Morphologie am besten sind, wird dann für den Transfer gewählt. Es gibt heute schon modernere Embryoselektionsmethoden wie die Timelapse-Technologie, wo man das Embryo, man kann sagen, kontinuierlich beobachtet. Und da hat man schon eine viel bessere Idee, was für ein Potenzial das Embryo hält. Und dann letztendlich die Präimplantationsgenetische Diagnostik, also PGTA, Präimplantationsgenetik-Test für Aneuploidie, wird jetzt genannt, wo an dem fünften Tag der Entwicklung das Embryo nicht eingesetzt wird, sondern von allen Blastozysten, die gut entwickelt sind und die da zur Verfügung stehen an dem fünften Tag, wird ein Stückchen, ein paar Zellen abgenommen via die Biopsie. Die werden dann getestet in einem genetischen Labor und der Transfer wird erst etwa ein, zwei Monate später vorgeführt, nur bei den Embryonen, die euploid sind, das heißt von guten chromosomaler Ausstattung, von guter Qualität. Leider aber kann man auch bei diesen Embryonen, die man getestet hat und wo man alles überprüft hat und die euploid sind an dem fünften Tag der Entwicklung, es nicht garantieren, dass so ein Embryo einnistet oder dass die langfristige Entwicklung dann perfekt ist. Was die Spermzellen, also die Keimzellen von einem Mann betrifft, ist es ein bisschen einfacher für uns. Da können wir eine detaillierte Spermienanalyse vorführen, ein DNA-Fragmentationstest. Da können wir sogar, weil es gibt da normalerweise Millionen von den Gameten, von den Spermien in jedem Ejakulat, da auch die richtige Gamete für die Befruchtung auswählen. Also da kann man eventuell für die intrazytoplasmatische Spermieninjektion, für diese Befruchtungsmethode, die Spermien auswählen via PIXI oder MAX, magnetisch aktiviertes Cell Sorting oder Spermienauswahl, wo dann die besten Zellen ohne DNA-Fragmentationen für die Befruchtung ausgewählt werden. Es ist viel komplizierter mit dem Ei, weil da gibt es eigentlich keine einfache oder billige Methode, um die Qualität des Oozytes zu schätzen. Also da können wir zwar vor oder sogar nach dem ersten Stimulationszyklus die ovarielle Funktion diskutieren, die Kapazität der Eierstöcke, die ovariale Reserve sozusagen, also sagen wir, die Quantität der Follikeln, die man entweder in dem Zyklus oder dann während der Stimulation erwarten kann. Diese kann man mit entweder AMH, antimüllerianisches Hormon, also eine Blutabnahme für dieses Hormon, oder AFC, Anthral Follicle Count, also die Nummer der Follikeln, zu jeder Zeit in dem Eierstock, die kann man schätzen, die ovariale Reserve. Das betrifft aber alles nur die Quantität der Eier, nicht die Qualität. Dazu kommen wir noch ein bisschen später. Was die Gebärmutter betrifft, wird normalerweise die Patientin vor dem IVF schon untersucht, mehrere Ultraschallkontrolle. Kontrollen sind heutzutage Standard und da erwarten uns keine großen Überraschungen während dem Zyklus. Trotzdem ist es bei manchen Kliniken Standard, vor dem IVF so eine Hysteroskopiekontrolle zu machen, also eine optische Kontrolle der Gebärmutterhöhle, oder
nach ein, zwei, drei unerfolgreichen Zyklen das zu kontrollieren. Es kann dazu nicht nur zu älteren Veränderungen kommen, aber zu neu entstandenen Veränderungen wie Myome, Polypen. Also da, und man kann da auch mit der Hysteroskopie Zeichen sehen von einer chronischen Endometritis, von einer Entzündung der Gebärmutterschleimhaut. Also das soll man auch nicht vergessen, und es ist gut, auf diese Methode auch zu denken. So, es gibt auch weitere, so einfachere Faktoren, so zu sagen Hausaufgaben für die Patientin, die die Patientin selbst ein bisschen beeinflussen kann. Ganz einfach, Rauchen ist nie eine gute Idee. Ein erhöhtes Body Mass Index ist auch oft ungünstig, sagen wir, mindestens für die Stimulation der Eierstöcke und für die Antwort der Eierstöcke auf die Stimulation. Naja, und lass uns mal nicht über Stress sprechen, weil das bringt immer Stress, aber spielt auch eine Rolle dabei. Es ist also wichtig, vor der Therapie wie auch nach jedem unerfolgreichen Zyklus, sich genug Zeit zu nehmen und die ganze Geschichte mit den Patienten zu diskutieren. Die Details können da eine Rolle spielen. Man kann nachfragen, was für Medikamente, was für ein Protokoll man benutzt hat. Man braucht kein genaues, kein detailliertes Kommentar dafür. Es reicht meistens, sich nur die Medikamente zu erinnern. Da war das oder das andere. Wie viele Einheiten pro Tag? Für uns ist es schon sehr interessant, was die initiale Dosis zum Beispiel war. Wie war die Nummer der Einzellen gewonnen? Die Embryonenentwicklung, gab es da welche Komplikationen? Was für Mikromanipulationsmethoden man benutzt hat? Naja, und wenn es mit den Gameten, mit den Keimzellen alles in Ordnung scheint, also ja, gute Nummer von Oocyte, die Eierstöcke haben gut reagiert, die Befruchtung 100% mit ICSI aus 10 Oocyte, 10 Embryonen und eine versprechende Embryonenentwicklung, sagen wir, 4, 5 Blastozysten an dem 5. Tag der Entwicklung und trotzdem kein Erfolg, dann ist es schon Zeit, die weiteren Untersuchungen zu diskutieren. Wie zum Beispiel, oder eigentlich sind es diese 4. Genetik, inklusive einer Blutabnahme für mindestens Karyotyp bei der Frau und bei dem Herr. Wenn es da eine Pathologie geben sollte, dann bestimmt eine genetische Untersuchung oder Konsultation mit einem Spezialist. Meistens ist das aber okay. Dann eventuell eine hämatologische Konsultation bei der Frau, inklusive Blutabnahmen für hereditäre Thrombophilie, mindestens Faktor 2 und Faktor 5, um zu sehen, ob es da vielleicht ein Thema gibt mit Blutkoagulation, ein erhöhtes Risiko von Thrombose oder eventuelle Probleme, potenzielle Probleme für das Embryo nach dem Einnisten. Dann die dritte Möglichkeit, ein immunologisches Konsilium. Ich muss zugeben, ein bisschen schon komplex. Das ist ein sehr, sehr komplexes Feld und Thema, und da hilft es mächtig, einen guten Reproduktionsimmunologen zu finden und mit dem das zu diskutieren und nicht nur einen Kommentar von dem Immunologen zu bringen, sondern auch möglichst eine detaillierte Empfehlung für den Zyklus. Braucht man da nur Kortikoide oder vielleicht eine Infusion oder eine Injektion von Immunoglobulin oder Intralipidinfusionen? Das kann schon ein bisschen komplizierter werden. Naja, und dann die Hysteroskopie, wie schon früher gesagt. Eine Sache müssen wir aber klar sein. Es gibt da eine Tatsache, ein Faktum, das sehr wichtig ist und das eine große Rolle spielt, und das ist das Alter von beiden Partnern eigentlich. Aber bei der Frau ist es ein bisschen wichtiger, dazu kommen wir. Es ist keine Überraschung, dass heutzutage nichts Neues, dass heutzutage das Elternwerden verzögert wird. Es gibt viele soziokulturelle Gründe dafür.
Und ja, es ist immer nicht einfach. Auch wenn ich nach Hause komme und mit meiner 29-jährigen Tochter spreche, da höre ich auch: Ach Papa, bist du verrückt und es gibt noch Zeit. Es ist aber leider so, die Qualität der Oats-Hüte ist am besten zwischen, sagen wir, 19 und 29. Und obwohl sich die gesellschaftlichen Präferenzen ändern, die Evolution macht da nicht mit. Und die Qualität der Oats-Hüte wird dann weiterhin, also nach 30 schon ein bisschen schlechter, nach 35 schon sehr schlecht und nach 40 schon kritisch optimal oder ungünstig. Es ist ja so, bei dem Herr werden die Spermien immer frisch produziert. Die Frau wird aber mit allen Eiern geboren, mit dieser ovarialen Reserve, in der Gebärmutter der Mama noch etwa 7 Millionen von primäre Oozyte, bei der Geburt etwa 2 Millionen und am Anfang der Pubertät etwa 400.000 bis 500.000 von der primären Oozyte. Und in jedem Zyklus wird eine Gruppe von etwa 1000 Follikeln da mit Haupt 1000 Oozyte bereit. In den eigentlichen Menstruation- oder Ovulationszyklus treten dann etwa 20 antrale Follikeln ein und daraus wird ein dominantes Follikel nur. Aber diese 1000 hat man schon verbraucht. Und in dem nächsten Zyklus ist es wieder so. Die Quantität ist aber nicht das Hauptthema oder das Hauptproblem. Die Qualität ist da noch wichtiger. Und da ist es schon sehr kompliziert, weil die Qualität können wir kaum testen und kaum einschätzen. Und wir wissen nur nach den Studien und nach der Statistik, dass nach 33 schon weniger Kinder geboren werden, mehrere Frühfallgeburten da bemerkt werden und dass der Grund dafür höchstwahrscheinlich die schlechtere Qualität oder das Prozent von Aneuploiden, das heißt von Eiern von schlechten Qualität ist. Also wie gesagt, die Eierstockreserve, die Quantität kann man schätzen, AMH, AFC und das kann manchmal sogar mit 42 oder 44 überraschend hoch sein. Aber mit der Qualität ist es immer dann problematisch in diesem Alter. Was kann man dann machen? Tja, wir haben schon darüber gesprochen. Die Qualität des Oozytes kann man kaum schätzen. Vielleicht mit der Polkörperchendiagnostik ist aber relativ teuer und kompliziert. Wird also Standard nicht gemacht, obwohl das Resultat kann sehr interessant sein. Zum Beispiel eine Patientin 39 Jahre alt. Während der Stimulation 9, 10, 11 Oozyte sogar und nach der fünftägigen Kultivierung 4, 5 wunderschöne Blastozysten, trotzdem kein Transfer. Weil obwohl die Morphologie perfekt war, hat diese Polkörperchen-Diagnostik gezeigt, dass alle diese Eier eigentlich aneuploid waren und die Embryonen, die hatten nur eine sehr, sehr kurze Zukunft vor sich. Also die waren für den Transfer nicht richtig ausgestattet. Es gibt viele Mechanismen, die dieses Problem da bringen. Ja, dass mit dem Alter die Qualität des Oozytes schon schlechter wird. Ich werde jetzt nicht in Detail gehen. Man kann viel, viel darüber lesen und studieren, aber leider ist es so, man kann kaum was dagegen tun. All die Methoden, die man getestet hat und versucht hat, da die Qualität des Oozytes zu verbessern, waren unerfolgreich soweit. Dann gibt es also nur noch eine einzige Alternative, eine sehr starke Alternative, muss ich sagen, und zwar Eizellspende, also gespendete Gameten, gespendete Eizellen in diesem Falle. Aber nicht nur in der Situation, wo das Alter der Frau, der Patientin höher ist, sagen wir über 40 oder sogar 43, dann lohnt es sich wirklich kaum noch zu stimulieren. Die Erfolgsraten sind da in dieser Gruppe 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1 bis 3 oder manchmal als 1 bis 5% gegeben. Also
sehr, sehr, sehr niedrig. Aber es sind auch Frauen, die nach einer Operation die Reserve, ovariale Reserve verloren haben oder sogar die Eierstöcke nicht haben oder dieser premature ovarian insufficiency, also ein vorzeitiges Eierstockversagen haben. In den Fallen ist das eine sehr, sehr starke Alternative, die uns gleich in eine Gruppe mit Erfolgsrate von 50, 55, 50, 60% nach einem Transfer von einem Embryo katapultiert. Es gibt selbstverständlich ja dieselbe Alternative auch bei den Spermien, also wenn das Spermiogramm sehr schlecht ist, kritisch schlecht ist oder wenn es sogar eine Azoospermie ist, also keine Spermien da zu gewinnen, sogar mit oder durch These, durch diese Operation, dann kann man auch eine Samenspende da diskutieren. Wir werden noch ein bisschen bei der Eizellspende bleiben. Ja, die Nummern kann man da sehen. Es ist eine Methode, die in mehreren Ländern Europas jetzt schon legal ist. Und es bekommt mehr und mehr Unterstützung. In vielen Ländern ist das eine offene Spende. In der Tschechei ist es weiterhin ein bisschen anders. Das ist eine anonyme Spende. Da können wir also oder dürfen wir sogar die Identität der Spenderin nicht mitteilen. Auf der anderen Seite lernt die Spenderin nie, wer die Eier bekommen hat. Und es ist seit Jahre und Jahre völlig legal. Wie gesagt, die Erfolgsraten sind da sehr hoch. Das scheint sogar auf den ersten Blick unwahrscheinlich hoch, aber da muss man erklären, das ist eine kumulative Schwangerschaftsrate. Da, wo man im Durchschnitt 3,6 Embryonen per Jahr und per Paar, also per Paar hat, in dem Jahr, in dem letzten Jahr war es so. Also 3 bis 4 Embryonen in einem Zyklus. Also 3 Chancen, 3 Transfers, dann wird die Schwangerschaftsrate schon ganz schön hoch. Wenn es in dem ersten Zyklus nicht klappt, ist es in dem zweiten, dritten Zyklus noch wesentlich höher. Wie gesagt, es ist anonym. Die Spenderinnen oder die Kandidatinnen, die werden sehr detailliert und sehr aufmerksam getestet. Es werden da genetische Tests vorgeführt, Karyotyp, CFRA, muskuläre Atrophie, hereditäre Taubheit. Das muss man alles ausschließen. Dann macht die Genetikerin ein Konsilium und erst wenn die schreibt, dass alles in Ordnung ist, kann man die Kandidatin weiter untersuchen für Infektionserkrankungen. Es werden psychologische Tests gemacht. Und erst wenn alles in Ordnung ist, wird dann die Kandidatin in die Datei eingetragen und von der Datei für den Paar der Blutgruppe und der Physiognomie nach dann ausgewählt. Dann bei der Auswahl der Spenderin kann man doch einiges mitteilen mit dem Paar und zwar das Alter der Spenderin, wie gesagt, meistens zwischen 19 und 21, die Blutgruppe, Größe, Gewicht, Augenfarbe, Haarfarbe, Studiumbereich oder Profession, sodass man ein bisschen eine Ahnung hat, was für eine Person oder Persönlichkeit das ist. Den Verlauf der Behandlung werde ich da nicht im Detail diskutieren. Das wird dann rechtzeitig entweder mit dem Arzt oder mit der Koordinatorin diskutiert. Es ist eigentlich viel einfacher für den Paar als ein Zyklus mit der eigenen Stimulation. Da, wo man bei der Stimulation der Eierstöcke etwa 5 Besuche auf der Klinik braucht, ist es bei der Einzelspende eigentlich nur ein Besuch für den Mann bei der Spermaabgabe und dann 5 Tage später ein Besuch für die Frau für den Embryonentransfer. So, also, ich würde sagen, diese 4 Untersuchungen, die ich genannt habe, könnte man sich merken und mit dem Arzt eventuell diskutieren, wenn die früheren Zyklus keinen Erfolg bringen. Und zwar Genetik, Hämatologie, Genetik bei beiden, Hämatologie bei der Frau, Immunologie bei der Frau und eventuell eine Hysteroskopie bei der Frau. Und ich würde sagen, Kopf hoch, bitte. Manchmal dauert es, manchmal ist es sehr kompliziert und schwierig, aber in den meisten Fällen können wir doch eine Lösung finden und wir können dann doch letztendlich gewinnen. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit
Und es gibt jetzt bestimmt noch ein bisschen Platz und Zeit für Fragen. Dankeschön. Vielen Dank, Dr. Thomas. Am Anfang haben Sie mich anscheinend nicht so gut gehört. Hallo, ich bin Nina. Ich stelle Jetzt mich ist noch es mal besser. kurz vor. Okay. Danke. Normalerweise ist Sophie hier, aber bei den Webinaren auf Deutsch bin im Moment ich am Start. Dr. Thomas, das haben Sie sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, wir haben alle viel gelernt heute Abend. Ich habe die Danke. erste Frage für Sie. Einen Moment. Ist das die Frage? Ja, okay. Beeinflusst die Samenqualität, Jawohl. die Embryoqualität? Bestimmt. Es ist schon sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn ja, wie kann man dies verbessern? Gute Frage. Lebensstil, sehr wichtig. Ich werde versuchen, kurz zu sein, ja. Aber wir können das dann später zum Beispiel bei einer Konsultation noch diskutieren. Aber ganz kurz noch. Lebensstil. Also nicht rauchen, Alkohol mit Moderation, auf Obesität aufpassen bei dem Herr. Man hat vieles getestet, es hat kaum was geholfen, aber Antioxidante waren dann doch erfolgreich in den Studien. Und wenn der Mann 2, 3 Monate Antioxidante nimmt, Vitamin E, C, Selenium, Zink, Folsäure, dann waren die DNA-Fragmentationen weniger häufig. Also das lohnt sich schon, Obst und Gemüse in der Diät, ja, und eventuell dann verschiedene Präparate, die man schon in der Apotheke nachfragen kann. Also einiges kann man da schon tun. Wenn das Spermiogramm sehr, sehr schlecht, dann sollte man tatsächlich die Blutabnahmen machen, also das kann man mit entweder dem IVF-Spezialist diskutieren oder mit einem Urologen. Karyotyp, zystische Fibrose, Mikrodeletionen, Y- und Hormonspiegel, FSH, Testosteron. Da kann man auch eventuell ein bisschen helfen. Aber das Lebensstil ist schon wichtig. Das sind ja so einige Dinge, die hilfreich sind. Ja, genau. So, Bis zu bis zu welchem welchem Alter? Alter sind Eizellspenden für Empfänger möglich? Gute Frage. In der Tschechei gibt es seit 2012 ein neues Gesetz und dem Gesetz nach dürfen wir die Patientin bis zu dem 49. Geburtstag behandeln. Also bis 49. Dann ist es aus ethischen Gründen nicht erlaubt. Erlaubt. Es gibt Länder, wo es dann auch dann möglich ist. Ich glaube in Spanien, vielleicht auch der Ukraine, aber in der Tschechei bis zu dem 49. Geburtstag. Okay, gut. Die nächste Frage haben wir schon. Gibt es eine Verbindung zwischen Eizellqualität und Stimulationsprotokoll? Ah, sehr interessant die Frage. Und ich weiß da kein klares Antwort. Auf der einen Seite generell eher nicht, weil die Protokolle, obwohl es da Unterschiede gibt, sind sich in einem einig. Und zwar, da wird immer FSH, das follikelstimulierendes Hormon, appliziert, um die Eierstöcke zu stimulieren. Es gibt Studien, die zeigen, dass je höher die Dosis sein muss, um die Reaktion der Eierstöcke zu zwingen, desto schlechter könnte die Qualität der Oozyte sein. Das kann aber auch damit in Zusammenhang sein, dass diese höhere Dosis eher bei den Frauen, bei den Poor Responders, also wo die Eierstöcke schon nicht mehr reagieren können, und das sind eher Frauen in dem höheren Alter. Und da kann man also automatisch schon mit einer schlechteren Qualität von Oozyte rechnen. Also generell eher nicht. Okay, gute Antwort. Was sind die Hauptgründe für Einnistungsversagen bei euploiden Embryonen? Ach ja, die Millionen-Euro-Frage, ne? Wenn ich das wüsste, wäre ich sehr, sehr, sehr berühmt und unglaublich. Okay,
Das weiß man nicht. Und deswegen habe ich diese verschiedenen Wege, um die anderen Untersuchungen zu machen, da diskutiert. Also, was können die Hauptgründe sein, wenn es ein euploides Embryo ist? Ein hämatologisches Problem, da wo die Koagulation zu schnell ist oder zu motiviert ist und das Embryo wird dann abgeschnitten. Da wird dann eventuell, wenn es ein solches Problem geben sollte bei der Frau, die Thrombophilie, dann niedermolekuläres Heparin appliziert. Dann die Immunologie kann da also das Abwehrsystem des Menschen kann da eine Rolle spielen. Das ist schon sehr kompliziert und für einen besonderen Vortrag, am besten von einem Immunologen dann. Also das sollte man mit dem Reproduktionsimmunologen diskutieren. Und ja, die Gebärmutter, also deswegen Hämatologie, Immunologie und Hysteroskopie sollte man da eventuell diskutieren, bevor man den das nächste Versuch plant. Okay. So, dann schauen wir, ob wir noch mehr Fragen haben. Ja, Moment. Die Es nächste kommt. ist ja, das ist erst eine ähnliche Frage. Ja, stimmt. Ja, Warum und nisten sich manche Aneuploide Embryonen ein und gehen später ab? Wieso versagen sie nicht alle bei der Einnistung? ja, das ist sehr, sehr interessant. Diese Phase der Entwicklung, ja, zwischen der 5. Woche und 12. Woche, oder sogar von der 3. Woche, vor der 3. Woche bis zu den 12. Woche. Nur um das richtig zu verstehen, das wird immer von der letzten Menstruation gerechnet. Also der Transfer, oder das Transfer repräsentiert eigentlich die 3. Woche der Schwangerschaft schon. Und das Test wird dann in der 5. Woche gemacht. Also in dieser Phase, 7., 8., 9. Woche, ist die Entwicklung des Embryos sehr dynamisch. Da geht vieles los. Und manchmal ist es so, das Embryo schafft zwar diese Entwicklung in dem Labor, diese ersten 5 Tage. Es schafft sogar die Einnistung. Aber dann später in der Entwicklung, ja, geht da was schief, entwickelt sich irgendein Organsystem nicht perfekt. Oder manchmal sind die Kontrollmechanismen ein bisschen zu streng angestellt und sagen, nee, ich mag das nicht, wie sich das entwickelt, machen wir da lieber Stopp. Und das ist eine sehr sensitive Zeit und das könnte der Grund sein. Weiterhin also Hämatologie, Immunologie können da eine Rolle spielen. Und auch dann weiteres, also Stress und weitere Erkrankungen, autoimmune Erkrankungen eventuell, aber dann wird es sehr komplex, ja. Okay. Die nächste Frage, das ist eher eine neue Therapie, denke ich. Was halten Sie von Sehr, PRP, ja, ovarieller Verjüngung? sehr. Ja, sehr interessant und ich werde da mit viel Aufmerksamkeit das weiter beobachten, aber in dieser Phase noch eher Grundforschung und das wird noch also praktisch nicht gemacht und bei uns noch nicht. Also das ist noch keine Standardmethode. Es wird sehr interessant zu sehen, was wir da alles machen können und was wir da alles machen sollten oder dürfen, weil die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten gibt es schon viele, aber dann werden Fragen kommen, okay, wie weit gehen wir in dem Genetic Engineering, okay, wie werden wir den Mensch modulieren wollen oder wie alt kann oder soll die Mutter sein? Macht es noch Sinn mit 55 oder 60? Ja, das sind sehr, sehr komplexe, sehr komplizierte ethischen Fragen. Ich habe eine Frage dazu. Wäre es eventuell gut für eine Frau, die verfrühte Menopause hat, wenn sie eine ovarielle Verjüngungstherapie macht? Eigentlich bei diesen Frauen wird es erfolgreich gemacht.
Die Frau mit ovarialen Versagen, da werden sogar also unreife primäre Oozyte direkt aus dem Eierstock gewonnen, dann reif gemacht. Und es gibt schon ein oder zwei Babys daraus, ich glaube in China. Aber wie gesagt, Grundforschung, das ist noch ganz, ganz am Anfang. Okay. So, empfehlen Sie Empfehlen Sie PGS bei PGS bei Eizellspendezyklen? Das ist eine sehr sensitive Frage, weil da gibt es immer so zwei Gruppen, die für PGS generell sind und die sagen, ja, immer, bitte, man soll alles testen. Und die zweite Gruppe, die sagt, ja, vielleicht, das ist noch nicht 100% zuverlässig. Ich sage, bei der eigenen Stimulation bei Frauen nach 35 bestimmt keine schlechte Idee. Obwohl auch da gibt es noch so reife Diskussionen. Aber bei Eizellspende empfehle ich es eigentlich nicht, weil ich weiß, die Zukunft, das wird so diskutiert, die liegt vielleicht in der Kryokonservierung, okay. Aber ich bin weiterhin vielleicht ein bisschen altmodisch, ein Fan von einem frischen Transfer, von einem frischen Embryo. Und in dem Falle mag ich nicht, dass Embryo zu diesem Stress, ja, und zu dieser invasiven Methode da an dem fünften Tag auszustehen, also und dann kryokonservieren und den Transfer dann für später lassen. Also ich sage meistens, wenn es da keine Probleme, keine Verdacht gibt, die Spenderin war sehr detailliert getestet, ist in Ordnung, der Karyotyp ist in Ordnung, wenn sogar bei dem Herr entweder ein sehr gutes, starkes Spermiogramm ist oder sogar ein Karyotyp auch in Ordnung, dann sage ich fühle persönlich, es ist nicht notwendig. Bei Eizellspende, nein. Okay. Gut. Welche Untersuchungen sind notwendig, außer dem AMH-Test, damit wir wissen, ob IVF mit eigenen Eizellen möglich ist? Ich bin 42 Jahre alt. Okay. Ja, das ist ja die Sache. Eigentlich ist das da schon die Antwort. Ja, das Alter selbst ist viel wichtiger für uns, diese Information, als alle diese weitere Tests. Aber AMH ist schon ein sehr gutes Start. Das ist die Nummer eins. Nummer zwei dann eventuell eine Ultraschallkontrolle mit dem AFC. Ja, also wie viele Follikeln gibt es noch in der Eierstöcke? Normalerweise soll es zwischen 5 und 11 sein. Nach 40 wird es schon niedriger, vielleicht nur 3 bis 4 auf jede Seite. Aber manchmal, obwohl normalerweise generell geht es Hand in Hand, manchmal ist es anders. Das AMH überraschend hoch, trotzdem weniger Follikeln in der Eierstöcke. Oder was anderes, ja, manchmal ist das AMH niedrig, aber die Eierstöcke, die funktionieren noch. Das kommentiert aber alles nur die Quantität. Also werden wir da Eier gewinnen oder nicht? Haben wir eine Chance, die zu gewinnen oder nicht? Da könnte uns noch eventuell FSH, follikelstimulierendes Hormon, helfen und LH, luteinisiertes Hormon. Diese zwei, die sollte man während der Menstruation dann testen. Wenn das FSH sehr hoch ist, sagen wir, manche sagen über 12, manche über 15, manche über 25, dann ist es verdächtig und dann hat man vielleicht keine starke Chance, viele Eier zu gewinnen. Keine von diesen Methoden hilft uns aber vorzusehen, ob die Qualität der Oozyte noch hoch wird oder nicht. Mit 42 Jahren spielen da auch andere Tatsachen eine Rolle. Ist das der erste Zyklus? Sind die Spermien im guten Zustand? Ist der Zyklus, der Menstruationszyklus noch regelmäßig? Wenn die Antwort ja klingt auf alle diese Fragen, dann würde ich es versuchen. Interessant, ich habe viele Spezialisten von der ganzen Welt auf verschiedenen Meetings gefragt, bei welchem AMH-Resultat, bei welchem AMH-Spiegel würden sie nicht mehr stimulieren? Und die haben alle beantwortet, kein AMH-Wert sollte als ein Disqualifikationsfaktor dienen. Also man muss immer all den Rest, ja, die Zusammenhänge studieren und schätzen. Ja, also ich würde sagen AMH, FSH, LH
Ultraschall und TSH für die Schilddrüse und Prolaktin. Das sind die Tests, die wir normalerweise machen. Okay. Dieser Teilnehmer möchte gerne wissen, Moment, etwas spezifisch zu ihrer Präsentation. Ich lese die Frage kurz vor. Die letzte Seite zeigte exklusive Spenderauswahl aus drei Spenderinnen. Können Sie dies bitte noch mal erklären? Bei dem Standardenpaket wird eine Spenderin präsentiert. Wie gesagt, das Alter, Blutgruppe, Größe, Gewicht, Augenfarbe, Haarfarbe, so die Physiognomie. Und das war's dann, aber die Patientin kann immer weiter nachfragen oder eventuell mit der Koordinatorin und mit dem Arzt diskutieren. Aber bei dieser exklusiven Spendeauswahl, da werden also Daten von drei verschiedenen Spenderinnen präsentiert, ja, das, was ich gesagt habe. Und man kann da also bei der Auswahl ein bisschen mitmachen. Was studiert die Spenderin? Ist das für uns interessant? Ja, was für ein Gewicht, ein Body Mass Index die hat? Und wie passt das zu unseren Familie und so weiter? Also da hat man ein bisschen mehr Freiheit. Viele Paare wollen das. Die wollen das Gefühl haben, die machen da mit bei der Auswahl. Und das ist auch richtig so. Aber bei viele Paare, und ich würde sagen, ich wäre auch von der Sorte, wird gesagt, ach, das ist eigentlich nicht so wichtig und die Erziehung des Kindes dann und das in utero, die Phase, das sind die wichtigen Phasen und es ist nicht so wichtig, ob die Spenderin sportlich war oder nicht. Aber das ist auch ein Thema für eine längere Diskussion. Okay, vielen Dank. Was ist ausschlaggebend für den IVF-Erfolg? Ausschlaggebend, also das Wichtigste, verstehe ich richtig? Richtig, Sie verstehen es Ja. richtig. Oh, ja, die Qualität der Gameten, ja, also die Qualität der Spermien und die Qualität des Oozytes. Das sind die Hauptsachen. Bei der Spermie kann man es der Sperma-Analyse nachschätzen, bei der Frau eher dem Alter nach. Bis 35 die höchsten Erfolgsraten, sagen wir über 50% mit einem Embryo per Transfer, heutzutage schon. Zwischen 35 und 40 wird es schon niedriger. Da publizieren manche 16, 20, 30% Erfolgsrate. Nach 40, wie ich gesagt habe, 1 bis 3. Also richtig die Situation zu schätzen und die ovariale Reserve, AMH, AFC, obwohl auch da hat man gesagt, es spielt keine so große Rolle. Da gibt es Studien, die gezeigt haben, eigentlich, man kann nichts schief machen, wenn man bei dem ersten die initiale Dosis von 150 Einheiten von FSH appliziert. Aber dann soll man während der Stimulation schon reagieren. Aber trotzdem, also zum Schluss sind die wichtigsten Faktoren die Qualität der Gameten. Ja. Wie viele Okay. Oozyte und wie jung die sind und wie die Spermien aussehen und wie man die auswählt. In meiner Familie gibt es eine Historie von Thrombose bzw. Lungenembolie. Ich hatte ab der achten Schwangerschaftswoche starke Blutungen und verlor 3 Wochen später trotz Bettruhe das Kind. Vor einigen Jahren wurde bei mir eine Thrombozytopenie festgestellt. Es gab aber keine auffälligen Blutwerte vor dem Transfer. Außerdem leide ich an einer Autoimmunthyreoiditis. Was würden Sie für die nächsten Eizellspenden empfehlen? Och Mensch, okay. Die Funktion der Thyroide, der Schilddrüse zu kontrollieren, TSH, Anti-TPO, Anti-TG, am besten mit dem Endokrinologen, das wird da bestimmt gemacht. Nur ein Notizchen da, wir möchten in der Reproduktionsmedizin, dass das TSH vor dem Zyklus
und vor der Schwangerschaft niedriger ist als 2,5. Also manchmal sagt der Immunologe, 3,5 ist prima, ja. Wir sagen aber bitte noch besser an, ja, anstellen, 2,5 oder niedriger. Was die hämatologische Diagnose betrifft, das ist schon kompliziert. Also bei der Thrombose, Lungenembolie in der Familiengeschichte, da würde ich über niedermolekulären Heparin da nachdenken. Aber bei der Thrombozytopenie ist es dann nicht so einfach. Ich würde da ganz klar sagen, mit einem guten Hämatologen das zu diskutieren. Und ich selbst würde dann zu der Empfehlung von dem Hämatologen da zuhören. Also da mit einem Spezialisten das zu diskutieren und in dem Zyklus wahrscheinlich dann ab dem Transfer niedermolekuläres Heparin an eine prophylaktische Dosis. Okay, vielen Okay. Dank. Die Unika-Klinik bietet unterstützende Verfahren an, wie Akupunktur, autogenes Training. Manche davon sind mir nicht bekannt. Was ist hier am ehesten zum Empfehlen und mit dem Besuch zu verbinden? Tja, sehr gute Frage. Ach, ich bin ein bisschen altmodisch und zu viel auf die westerne Medizin orientiert. Also, ich empfehle normalerweise die Akupunktur, autogenes Training nicht bei der ersten Konsultation. Wenn es dann aber bei dem Zyklus nicht klappt, dann sage ich, okay, versuchen wir dies und das. Es gibt aber keine klaren Daten, mindestens soweit ich weiß, die da klar zeigen würden, um wie viele Prozente das hilft. Es ist also, und das ist meine Antwort, auch normalerweise eine Frage of the taste, also ja, der Präferenz bei dem Paar oder bei der Patientin. Ja, für manche ist Akupunktur ja, sehr gut für Relaxation, hilft für bei meinen, manchen werden die eher nervös. Also es gibt da keine direkte Empfehlung von mir. Es steht da zur Verfügung, man kann auswählen, aber keine von diesen Methoden schadet. Aber man braucht die nicht alle zu machen oder ich kann auch nicht sagen, okay, wenn sie alle machen, werden sie eine 5, 10, 15% höhere Chance haben. Also ich habe keine klare Antwort da. Es ist eher eine Sache der Präferenz. Okay, ich denke, das ist auch eine klare Antwort. Welche Ursache würden Sie vermuten, wenn es nach einem Transfer eines euploiden Embryos nur zu einer biochemischen Schwangerschaft kommt? Oh Mensch, ja, das ist immer traurig. Das, was wir schon früher diskutiert haben. Also ja, Hämatologie, Immunologie, eventuell, ob alles in Ordnung in der Gebärmutter ist, keine Polypen, keine Entzündung, also Hysteroskopie. Aber es kann auch bei einem euploiden Embryo passieren, dass es 2, 3, 4 Wochen später einfach es nicht schafft, sich weiter gut zu entwickeln. Und das ist immer sehr, sehr schwierig, sehr traurig, aber ja, also manchmal weiß nur die Natur, warum was passiert ist. Also das ist eine sehr gute Frage und leider weiß ich die Antwort noch nicht. Hoffentlich bald. Okay. So, noch eine Frage. Ich bin 41 und habe zwei IVF-Zyklen gemacht. Kein Erfolg. Meine Eizellen wurden entnommen, aber sie konnten nicht befruchtet werden wegen der Eizellqualität. Der Arzt sagt, ich soll über Eizellspende nachdenken. Meinen Sie, ich soll es nochmal mit eigenen Eizellen probieren oder lieber mit Spendereizellen? Eine sehr gute Frage und ich möchte es gerne im mehr Detail diskutieren mit der Patientin. Also eine Konsultation wäre da vielleicht eine sehr gute Idee. Ich würde da dann bei der Konsultation fragen, okay, was für eine Dosis von der Medikamente musste man da benutzen? Waren es 300 Einheiten pro Tag, 350, 400, no, sogar noch mehr? Wie viele Eizellen hat man da gewonnen? Wie hat man die Eizellqualität da geschätzt? Aber so generell, wenn ich das nicht weiß, musste ich zugeben, wenn das der erste Versuch wäre oder sein sollte, würde ich sagen, lass uns mal mindestens einmal versuchen. Wenn
wenn dann nur für das Gefühl, ja, ich habe gekämpft, ich habe mein Bestes getan, ich habe es geprüft. Aber nach 2 Zyklen ohne Befruchtung, ohne Embryonenentwicklung, ohne Transfer, für mich ist das eine klare Empfehlung von einem Zyklus mit Eizellspende. Also ich bin da schon mit dem Arzt einig. Eizellspende wäre meine Antwort da. Okay. Die nächste Frage bezieht sich auf eine Antwort, die Sie schon gegeben haben eigentlich. Sie haben gesagt, das TSH sollte unter 2,5 liegen. Gilt das auch, wenn keine Funktionsstörung der Schilddrüse vorliegt? Das heißt, wenn alle Ja. anderen Schilddrüsenwerte im Normbereich sind? Ja, danke für die Frage. Sehr gute Frage. Ja, die Antwort ganz einfach klingt ja. Also wir kontrollieren das TSH vor jedem Zyklus, vor jedem frischen Zyklus, vor jeder Stimulation, Eizellspende und sogar vor jedem Kryo-Embryo-Transferzyklus. Das Wert sollte nicht viel älter sein als 3 Monate. Und es gibt da verschiedene Endokrinologen, Spezialisten, Autoren, die manchen sagen, wie Brinsten, es sollte das TSH am besten etwa 1 sein, ja. Anderen sagen zwischen 1 und 2. Die meisten sind sich aber einig, unter 2,5 ist es okay. Wenn es aber höher ist, dann machen wir da ein bisschen Unterstützung, auch wenn es keine Funktionsstörungen gibt. Und auch wenn das nur während der IVF-Therapie zum Beispiel ist. Ja, also meine Antwort klingt ja. Es sollte unter 2,5 sein. Ja. Okay, das ist doch ein Wort. So, ich glaube, wir haben das Ende der Fragerunde oder der Sprechstunde erreicht. Ich habe im Moment keine Okay. Fragen mehr. Oh, Moment, zu früh gesprochen. Ah, Kam doch, doch noch eine okay. rein. Ja, Moment. Führen Sie auch Embryonspenden durch? Wie funktioniert das? Handelt es sich um ein Embryo schlechter Qualität von Paaren, die die Familienplanung abgeschlossen haben? Ja, wir bieten das auch an. Es ist nicht sehr häufig vorgeführt, weil es gibt keine große Kryobank mit vielen Embryonen. Die sind eher selten. Die sind von den Zyklen, wo man eine Spenderin stimuliert hat und die Patientin konnte dann nicht kommen. Ja, Blinddarmentzündung oder irgendwas in der Familie. Aber die Spenderin, die war schon stimuliert. Also da werden die Eier mit gespendeten Spermien befruchtet und kryokonserviert oder manchmal sogar, also neu, wenn wir so diese Nachfrage haben, ich möchte einen Zyklus mit so einem Embryo, einer Embryonenspende, dann gibt es 2 Möglichkeiten, entweder frische Gameten und ein frisches Embryo, also frische Oozyte werden mit frischen Spermien befruchtet und ein frisches Embryo für den Transfer genommen, wäre eigentlich meine Empfehlung, aber dann gibt es auch die Möglichkeit, also ein früher entstehendes Embryo zu benutzen. Aber in der Tschechei ist es dem Gesetz nach so, das dürfen keine Embryonen sein von schlechteren Qualität und nicht von den Paaren, die schon diese Familienplanung abgeschlossen haben. In anderen Ländern ist es anders. Das habe ich gehört. Aber in der Tschechei ist das Testen von den Spenden sehr, sehr, sehr streng. Und das muss also gezielt ein Spender sein oder eine Spenderin. Also das sind keine Paare, die man früher behandelt hat. Ah, interessant. Und das ist nur in der Tschechei so. Höchstwahrscheinlich, ja. Okay. Gut. Jetzt kamen doch noch zwei Fragen Okay, rein bitte für sehr. Sie. Gibt es eine Möglichkeit, den AMH-Wert zu steigern? Nicht gezielt. Also ich habe von keiner Methode gehört, wo man es gezielt erhöhen könnte. Ich habe aber gehört, dass das nicht 100% stabil ist, dieses Wert. Und es gibt Fälle, wo es ein bisschen, aber das hat keinen Sinn, nach 2 Monaten das zu testen, aber nach, sagen wir, einem Jahr oder einem halben Jahr, wird es ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger. Zum Beispiel, es war 0,3 und dann ein halbes Jahr später 0,6. Es hat aber keinen großen Einfluss
auf die Prognose und eigentlich gibt es da keine Methoden, das gezielt zu verbessern. Okay. Diese Frage bezieht sich nochmal auf diesen THZ-Wert. Noch eine Nachfrage unter 2,5. Gilt das auch für die Empfängerin bei Eizellspende oder ist das hauptsächlich für die Stimulation wichtig? Auch. Das ist nicht nur für die Stimulation, sondern auch für die frühe Schwangerschaft wichtig. Also ganz klar, ja. Okay. Das gilt auch für die Empfängerin. So. Ich habe starke Endometriose. Es hat meine Eizellqualität stark beeinträchtigt, was wir aber erst nach erfolgloser IVF gemerkt haben. Wie wissen Sie, dass Ihre Spenderinnen nicht das gleiche Problem haben? Ja, sehr gute Frage. Die Endometriose ist nicht einfach zu diagnostizieren und in vielen Fällen sieht man es nur, wenn es Probleme gibt oder wenn ein Endometrium direkt in dem Eierstock ist. Aber bei diesen Frauen, also in diesem Alter, wie die Spenderinnen jung sind, ist es eher selten und ja, die haben also ganz spezifische Probleme, die spenden einfach nicht. Also ich habe noch nie eine Spenderin, wirklich in den letzten 10 Jahren mindestens, mit Endometriose gesehen. Da würde man gar nicht stimulieren. Das ist eine starke Kontraindikation. Ja. Okay, ja, das macht Sinn. Gut, ich hoffe, Okay. Dr. Thomas hat alle Ihre Fragen beantwortet. Falls Sie noch Fragen haben, jetzt wäre die Möglichkeit, diese noch schnell in die Chatbox einzutragen. Andernfalls, würde ich mit der Verabschiedung beginnen. Ich würde sagen, wir warten vielleicht noch eine Minute und geben den Teilnehmern noch die Chance. Oh, jawohl. Hier kommt noch. Nee, Ah, vielen Dank, das sehr war ich. gute Präsentation. Ah, Schönen super. Dank. Das freut mich. Gut. Schönen Dank. Ich denke, es hat wirklich allen gefallen. Wir kriegen hier ganz viele positive Nachrichten. Vielen Ach, Dank, fantastische schönen Dank. Präsentation, sehr gute Präsentation. Ich denke, Dr. Ach. Thomas, Sie dürfen wiederkommen. Okay, ich werde mein Bestes tun. Also, ich bin überzeugt, das war ein langer Tag für alle. Also, sehr schönen Dank für die Aufmerksamkeit und dass Sie heute mitgemacht haben. Und vielleicht bis bald, ne? Genau, vielleicht bis bald. Vielen Dank an Okay. alle Teilnehmer, dass Sie sich Zeit genommen haben heute Abend. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir auf den sozialen Medien vertreten sind. Egg Donation Friends auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, auf Twitter. Ich möchte Ihnen noch sagen, dass wir morgen irgendwann im Laufe des Tages das Video von der heutigen Aufzeichnung einstellen werden auf YouTube. Bitte schauen Sie auf unserem Kanal und für alle die, die den Anfang eventuell verpasst haben, dort können Sie noch mal alles genau anhören. Das nächste Webinar findet am 30. Oktober statt. Wir sprechen dann über endometrische Aufnahmefähigkeit und das Einnistungszeitfenster. Falls es Sie genauso brennend interessiert, was ein Einnistungszeitfenster ist, dann möchte ich Sie gern herzlich einladen am 30. Oktober. Dann hören wir uns dort wieder. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich auch an Dr. Thomas und sein Team Okay. und wünsche Dankeschön für Ihnen alle. allen einen wunderschönen Abend. Vielen Dank. Schönen Abend noch und viel Tschüss. Glück. Tschüssi. Danke. Tschüss.